Ah, scheiß drauf. Hast du mal einen Fernseher, ey? So viel zum Thema Protzig. Für einen Heli? Ey, was geht draußen ab, ey? Was ist das für ein Riesenteil? Krass. Hübsch, hübsch. Aha. Was ist doch mal ein Haus, das der Typ hat? Ha, Breakdance. So. Verdammt, es ist spät. Also. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was jetzt passiert. Jetzt kommen wir ja mal in die Talkshow. Ich lege um eine Pause, denke ich. Zwölf Jahre, ey, das gibt's gar nicht. Und X. Breakdance. So, komm, lass mich raus da. Oh mein Gott, das ist du! Ladies! Ladies! Hey, super dich zu sehen, Duke! Wer bist du, ey? Ladies! So. Also. Hey, was liegt an? Sally, Mann, alles klar bei dir, ey? Schnell etwas trinken, bevor wir hier in die Talkshow gehen. Etwas fressen könnten wir auch noch brauchen. Jetzt strangeln wir einfach vor. Blup! Alter, was suchst du so lange aus, Mann? Du musst nur da herstehen, drücken. Und schon kommt etwas raus. Siehst du? Wir unterbrechen an dieser Stelle für eine aktuelle Sondermeldung. Augenzeugen berichten, dass mehrere Aliens das Mutterschiff verlassen haben und sich, anscheinend beim Duke Burger am Vegas Strip in der Schlange angestellt haben. Es gibt keine Anzeichen für Feindseligkeiten. Die Bürger sind aufgefordert, ruhig zu bleiben und Sicherheitsabstand zu wahren. Wir werden sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Das war eine Sondermeldung von News 17. Warum beschützt uns denn niemand? Wofür zahlen wir eigentlich Steuern? Ja, was? Bin ja da, ey. Was haben wir da? Und alles gut. Hallo, du siehst in echt viel besser aus. Nach der Show möchte ich ein Autogramm von dir. An einer ganz besonderen Stelle. Das kannst du jetzt schon haben, Baby. So, was ist da? Nichts. Na gut, dann gehen wir halt mal rein. Wir sind Backstage. Duke Nukem? Ja, mein Junge ist ein großer Fan von Ihnen. Na los, frag ihn, Jimmy. Mr. Nukem, würden Sie das für mich signieren? Nein. Nein, lass mich durch, Mann! Ja, klar, halt. Kleiner. Aber nicht, dass ich das dann auf eBay finde. So. Jetzt so. Und neues zweites. Ha! Lass doch mal eine Unterschrift, hä? Ass! Wenn ich groß bin, möchte ich so sein wie Sie. Ja, aber schön, brauch deine Pillen, Vitamine. Dann wirst du vielleicht auch mal so ein Prachtkerl wie ich. Wow! Danke, Mr. Nukem! Wow!
Er ist so cool. Ja, ich hatte ihn mir größer vorgestellt. Ey, was ist für ein Problem, Mann? Du Wichser, ey. Sich nicht touchen, ey. Du siehst gut aus, Duke. Danke. So. Ja, wir haben grossen Hunger. So. Sorry. Ja. Kaffee. Ah. Wasser. Naja. Hey, was glotzt mich so, Mann? Kopfdame. Kann man da irgendetwas umbasteln? Nicht, hä? Ja, wo müssen wir denn da durch? Wo? Dass ich das erleben darf. Ah. Nuken, wie er lebt und lebt. Grüezi miteinander, Fans. Tut mir leid, Duke. Sieht so aus, als wäre für uns heute Sendeschluss. Sonst kriegen sie sich kaum noch ein vor lauter Johnny, Johnny, Johnny. Und dann kommen ein paar Aliens angetanzt und auf einmal kräht kein Hahn mehr nach dir. Sogar die Hälfte von meinem scheiß Team ist rüber zum Duke Burger. Ob die Aliens das extra gemacht haben, um dir die Show zu stehlen? Ja. Ich muss rauskriegen, was zur Hölle hier los ist. Okay. Du verdammter Amateur! Das darf doch wohl nicht wahr sein! Ich versuche eine Szene mit Johnny zu drehen und du kommst einfach mitten durchs Bild gelatscht. Dass das vielleicht stört, wenn einer durchs Bild latscht, ist dir wohl nicht in den Sinn gekommen, hä? Soll ich deine Mikros kaputt schlagen? Was würdest du sagen, wenn ich deine Mikros schrotte? Kapierst du denn nicht? Jetzt ist die Szene gestorben. Der Rest vom Team ist zum Duke Burger und meine große Chance mit Johnny ist vorbei. Und dank der Aliens kriege ich so eine Chance nie wieder. Verdammter Amateur, das war's. Beruflich sind wir geschiedene Leute. Du bist ein netter Kerl und alles. Aber du kapierst es einfach nicht. Fuck! Fuck! Wer bist du eigentlich? Duke. Der Typ war echt ein Idiot. Ha. Und jetzt? Keiner steht auf Haus raus. Wunderbar. Also. Ja, dann gehen wir mal weiter. Es ist hier oben. In dem Fall nicht. Jetzt müssen wir noch schnell dahinter schauen. Ich wäre mal zufrieden, wenn ich irgendwo einen Knarren würde finden oder so. Wäre huere geil. Gut, gehen wir halt gleich da rauf. Die Aliens sind zurück! Nichts wie weg! Aha. Make-up Room. Ladies and Gentlemen, wir bitten die vorübergehenden Stromausfälle zu entschuldigen. Bitte bleiben Sie ruhig und genießen Sie weiterhin Ihren Aufenthalt in Duke Nukem's Lady Killer Casino. Verdammt, sehe ich gut aus. Yes. Wer ist denn dieser gut aussehende Bursche? Hey, wenn ich das wüsste. Oh, was ist denn das? Hey, was ist denn das? Oh shit. Schau ihn an, ich bin so... Oh man. So, wo müssen wir eigentlich durch? Einmal die andere Frage, hä? Ah, von da sind wir gekommen, hä? Was ist da? Da können wir nicht rein. Da, schnell go. Hey, was? Oh, da! Boom! Ja. Ja, so geht das! Du grusiger Mann! Siehst du? Hey, so schnell raus da, ey! Warte schon! Ich schau dir in die Augen, Kleines. Yes! So. Ist da, Make-up Room, haben wir gesehen. Employees only, können wir nicht rein. Haben wir da sonst noch so schönes? Siegi-Automat? Was ist das? Dann lassen wir mal eins raus dann. Hellfire Premium.
Ich habe noch nicht so ganz geschnallt, wo wir durch müssen. Hup. Wow, schön um die Decke gerührt, hä? Dann gehen wir weiter, da bricht alles zusammen langsam. Hey, warte! Hey, was sind ihr für Ratten, ey? So, komm. Rein. Los! Hey, fuck! Scheiß Eli. Hey, noch eins! Ihr grusige, kletternde, uren Dinger, ey. Hässliche Siege, ey. Ja, viele Zufälle, in welchem Stockwerk sind wir echt gelandet, hä? So. Ich habe übrigens immer noch keine Knarre. Ihr grusiges Siechen, ey. Ladies and Gentlemen, aufgrund technischer Probleme muss das Duke-Museum jetzt geschlossen werden. Bitte benutzen Sie die beschilderten Ausgänge. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie ein Museum da, oder geil? Die Siechen, ey. Oh, meine Knarre von vorne. Hey! Nicht im Ernst, oder? Alter, lass mich raus da! Oh. Vor allem, wer ist denn da oben? Mal, da hockt ja noch einer. Schieb ab, Kumpel. Der King will auf seinen Thron. Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich gehe hier erst runter, wenn ich auf dem Thron fotografiert worden bin. Darauf habe ich Jahre gewartet. Ja, fühlst du schon, Mann. Könntest du vielleicht auf den Auslöser drücken? Voll schwul, Mann. Sicher nicht. Komm schon, Mann. Hilf mir. Ah, ist ja gut. Verdammt. Wo ist die Kamera? So, bist du happy, du. Dumme Sie. Danke, Mann. Kannst kaum erwarten, in meine Mails. Ja, nicht verpiss dich, Mann. Mein Stuhl. Zu geil. Dem habe ich da nicht gerechnet. Die Duke-Höhle. Das ist doch mal geil, so eine unterirdische Anlage im Museum von hier. Grenzt schon fast an Luxus, he, das Ganze. Urgeil. Urgeil. Verbinde das Angenehme mit Nützlichem und zerfetze Feinde mit der Schrotflinte. Wenn man mal eine Schrotflinte hätte, könnten wir das auch. Machen. Und X. Das 3! Oh, Füße knacken und los. Du hast einen Konferenzcall. General Graves und der Präsident werden zugeschaltet. Also bringen die zwei. Sarah, Duke, du weißt, ich hasse lange Reden, also werde ich mich kurz fassen. Ich erteile dir den ausdrücklichen Befehl, keine Feindseligkeiten gegen unsere Alien-Gäste zu eröffnen. Das geht ab sofort. Ich lasse nicht zu, dass unsere intergalaktischen Beziehungen durch sinnlose Gewalt aufs Spiel gesetzt wird. Unser Staatshaushalt leidet immer noch an den Nachwirkungen der Geschehnisse von vor 12 Jahren, als du bei deinem Amoklauf Los Angeles verwüstet hast. Diese historische Chance auf Frieden muss genutzt werden. Ich verstehe, dass dir das nicht passt, Duke, aber noch ist die Zeit nicht gekommen für rauchende Kotz. Herr Präsident glaubt, diesmal sei die Lage anders.